Netzwerken und die Beständigkeit eben, dass man was immer wieder und permanent macht, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man wachsen kann. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Interview mit einem bekannten Gast, und zwar dem lieben Philipp Mooshammer. Vor fast einem Jahr habe ich den lieben Philipp interviewt, denn dann, da zu dem Zeitpunkt ist ein gutes Jahr vergangen, seitdem er bei uns auf der Webull Brands Mastermind in Chamonix war. Und es hat sich einiges bei ihm getan. Philipp stand davor, sein neunmonatiges freies soziales Jahr in dem Sinne zu machen in Österreich. Und war ein bisschen ausgebrannt. Ein bisschen, insofern, dass er müde war, viel zu tun war und er trotzdem mal Gas gegeben hat mit seiner Agentur. Und Philipp und ich haben vor 2 Tagen miteinander telefoniert und Philipp hat gesagt, Nick, ich habe mir das Interview nochmal angeguckt und wir müssen nochmal reden, weil ich bin ein komplett anderer Mensch geworden in diesem Jahr. Du glaubst gar nicht, ich verdiene so viel Geld wie noch nie zuvor. Ich habe mir gerade ein neues Auto geholt. Ich habe einen Auftrag von Ferrari gekriegt und das und jenes und mein Vater möchte jetzt auch für mich Vertrieb machen und ich so, wow, okay Philipp, glaub mal kurz, richtig krass. Lass uns auf jeden Fall ein Update aufnehmen und so ein bisschen deinen Weg dahin zeigen. Deshalb bist du heute hier und wir hören uns an, was aus dem Schüler Philipp Mooshammer aus Österreich geworden ist, jetzt fast ein Jahr später nach dem letzten Interview. Philipp, mein Lieber, was hat sich bei dir getan? Erzähl. Ja, Nick, danke für die Einladung. Du weißt, ich quatsch gern mit dir, deswegen, und ich habe auch, wie du gesagt hast, das Interview wieder geschaut. Und ja, seitdem hat sich einfach einiges getan damals. Es war am Anfang, also der Keypoint, der sich eigentlich verändert hat, der alles verändert hat, war eigentlich so die Spezialisierung wirklich dann im Endeffekt, jetzt rückblickend. Weil ich durch diese Positionierung jetzt rein auf Mitarbeiterakquise eben einen fertigen Prozess eben aufbauen habe können, fertige Vorlagen für Werbeanzeigen, Funnels etc. habe und einfach das Unternehmen mehr oder weniger läuft wie eine Maschine. Das hat mir ermöglicht, dass ich mehr Kunden annehme, an meinem Pricing, an meinem Branding vielleicht auch arbeite und eher an die oberflächlicheren Sachen eben arbeite, statt an dem Produkt bzw. der Dienstleistung selber. Ja, cool. Schon sehr technisch für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, Philipp, was du konkret machst, wo du angefangen hast. Lass uns da vielleicht nochmal 1-2 Schritte zurückgehen. Insofern, dass der gute Philipp seine eigene Agentur gestartet hat, heißt, er hat gesagt, er möchte Social Media Marketing, Werbeanzeigen für Unternehmen schalten und sich damit eine Selbstständigkeit aufbauen. Das hat er gemacht, während er noch zur Schule gegangen ist. Und seine Schulzeit ist letztes Jahr geendet, was dann dementsprechend dazu geführt hat, dass er sich entscheiden durfte zwischen, in Österreich heißt es Bundesheer und Zivildienst. Und Zivildienst, genau. Und er hat den Zivildienst gewählt und parallel dazu natürlich noch ein paar Kunden gehabt und also Geld mit der Agentur verdient. Aber 3/4 von seinem Tag war jetzt von Schlafen und Zivildienst eingenommen. Mhm. Und jetzt ist der Zivildienst rum. Seit wann? Seit Ende April 21. Seit Ende April. Deshalb würde mich mega interessieren, wie hast du es geschafft, sage ich mal, es durchzustehen, insofern im Zivildienst, auch wenn der sehr wichtig ist und entscheidend, aber du hast mir ja ein bisschen Insights gegeben, wo du gesagt hast, hey, ganz ehrlich, ich war da in einem SOS-Kinderdorf mehr oder weniger und wo Kinder hinkommen, die eine schwierige Kindheit hatten, die Probleme mit den Eltern hatten oder gar keine Eltern mehr haben, schwer erziehbar sind etc. Und die einzige Aufgabe, die du hattest, war es, dort Teller zu waschen und irgendwie sauber zu machen, was irgendwo natürlich wichtig ist, aber du hattest eigentlich nicht viel Zeit, um deine sozialen Kompetenzen ausbauen zu können oder sonst was innerhalb des Zivildienstes dort, sondern warst dort eigentlich einfach nur eine günstige Putzkraft, oder? Ja, ich würde nicht sagen, dass man seine sozialen Kompetenzen damit ausbauen kann, weil man eben gerade viel mit Kindern etc. zu tun hat.
Also ich habe schon viel gelernt dort, wie ich es mit dir besprochen habe. Aber es ist jetzt, also wenn man es jetzt mit der Selbstständigkeit im Online-Marketing vergleicht, natürlich schon ein bisschen was anderes. Also vom Lohn her natürlich auch. Aber es ist halt gesetzlich verpflichtend. Und ich habe das durchziehen müssen. Und ich wollte auch währenddessen mit der ganzen Agentur einfach nicht aufhören oder das einstellen, weil ich gewusst habe, wenn ich da jetzt irgendwie aus der Routine rauskomme oder generell aus diesem Agenturgeschäft rauskomme, dass ich vielleicht irgendwann nach ein paar Monaten sage, okay, jetzt gehen wir studieren oder so. So wie ich es im letzten Video gesagt habe. Deswegen habe ich versucht, wirklich durchzuziehen. Und ja, jetzt im Endeffekt hat sich es jetzt bereits schon gelohnt. Und es ist jetzt halt alles am Wachsen, wie du zuerst gesagt hast. Ja. Wie sah dein Alltag aus während dem Zivildienst? Was konntest du da für dein Agenturgeschäft konkret machen in der Zeit, die dir übrig geblieben ist mit der Energie, die du hattest? Ja, Akquise ist sehr schwierig. Also das wird wahrscheinlich jeder Marketer bestätigen können, der selbst in einem Vollzeitjob ist. Weil wenn du um 16, 17 Uhr nach Hause kommst, wo die meisten Firmen zumachen, was kann man immer recht viel machen. Die einzige Möglichkeit, die was dir bleibt, ist halt, abgesehen vom Anrufen, zum Beispiel, wie ich es im letzten Interview gesagt habe, dass du eine spezielle Strategie mit E-Mails zum Beispiel fährst, die du planen kannst für den nächsten Tag, dass die in der Früh weggeschickt werden. Und ja, das war von der Akquise her so eigentlich die einzige Möglichkeit. Und ansonsten, wenn ich zurück überlege, in der Zeit ist eigentlich hauptsächlich alles über Weiterempfehlung gekommen. Das heißt, das waren hauptsächlich lokalere Unternehmen. Das meiste ist über Weiterempfehlungen gekommen und ein paar Kunden habe ich tatsächlich auch so mit diesen E-Mails halt akquiriert. Genau, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich sagen konnte, irgendwie so, ich bekomme einen Kunden pro Woche oder so. Also es war richtig unregelmäßig. Und ich habe halt die Bestandskunden gehabt, mit denen ich vorher auch schon zu tun hatte. Und du hast es letztes Mal ja schon erzählt, dass du dich darauf spezialisiert hast, Mitarbeiter zu gewinnen. Und da war das ja so in der Mache. Du hast gerade erst angefangen damit. Du hast so die ersten paar Erfahrungen gesammelt. Und jetzt bist du ja da ein richtiger Profi drin geworden. Heißt, was ist da für dich klarer geworden? Du hast vorhin gesagt, die Positionierung, die Spezialisierung, da können wir jetzt gerne wieder anknüpfen, dass du eben gesagt hast, du möchtest dich darauf spezialisieren, Mitarbeitergewinnung für Unternehmen zu betreiben in dem Sinne. Und was ist daraus entstanden? Also sowohl auf der Akquise-Seite, auf der Seite, dass du, welche Preise konntest du plötzlich abrufen, verlangen und auf der Ergebnisseite für die Kunden. Ja, ich habe dann nach der Zeit einfach, ich habe einfach mehr Erfahrungswerte mitgenommen von den Unternehmen, habe auch ihre Probleme besser verstanden und besser kennengelernt und habe gewusst, wie ich besser akquirieren kann dadurch. Also dadurch, dass du viel mit Unternehmen redest, viel mit denen zu tun hast, lernst du eben auch einiges dazu. Und ich habe dann auch verschiedene Funnels probiert, verschiedenste Vorlagen. Und habe dann irgendwann halt eine Vorlage gehabt, die was halt richtig gut funktioniert hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, bei der bleiben wir jetzt. Und das Gleiche auch bei den Werbetexten, wo man da jetzt aufpassen muss, so wie es bei mir ist, wenn man zum Beispiel zwei lokale Unternehmen gleichzeitig betreut. Da muss man vom Design her schon ein bisschen einen Unterschied machen. Aber von der Struktur her etc. ist eben alles gleich geblieben. Und ja, ich habe einfach durch das, dass ich mit den Unternehmen gesprochen habe, sehr viel Expertise dazu gewonnen. Also das, so würde ich es jetzt beschreiben. Das heißt also, du hast während dem Zivildienst die Zeit danach genutzt, um eben die Mails zu beantworten, die dann reingekommen sind und dann halt Termine zu legen für die Abendzeit und dann hast du dort die Zeit gefüllt mit Zoom-Calls, ja? Ist richtig, ja genau. Also ich habe auch nochmal kurz zur Akquise, weil das ist mir gerade eingefallen. Ich habe dann auch von Zeit zu Zeit Werbeanzeigen geschalten auf die Agenturdienstleistungen. Das weiß ich noch, bei Calendly waren dann so Zeiten verfügbar ab 16.30 Uhr.
Und ich habe dann teilweise Gespräche, Erstgespräche gehabt, das weiß ich noch, am Parkplatz vom Kinderdorf selbst, wie ich gerade ins Auto eingestiegen bin. Und weiß ich gerade gar nicht mehr, was war deine Frage? Na, ich versuche, weißt du, was für mich wichtig ist, so ein bisschen herauszufinden ist, weißt du, wenn wir können gleich mal, ich habe ja vorhin deine jetzigen Erfolge so ein bisschen angerissen, ne? Darüber kannst du gleich selber nochmal sprechen. Heißt, du hast so viele Kunden wie noch nie, die bezahlen top, du lieferst geile Ergebnisse, du verdienst richtig viel Geld und es funktioniert einfach. Du bist gerade, du kommst noch gar nicht damit zurecht, hast du mir am Telefon gesagt, dass das jetzt wirklich so Realität ist, du hättest das gar nicht gedacht. Und ich möchte im Prinzip so ein bisschen den Weg dahinter verstehen. Was hast du ab 16 Uhr im Prinzip gemacht nach dem Zivildienst, als du nach Hause gekommen bist, über diese 9 Monate hinweg im Zivildienst, was dann dazu geführt hat, dass du jetzt in dieser Position bist, weil das ist ja die Konsequenz aus täglichen Aktivitäten, die du immer wieder gemacht hast, immer wieder besser geworden bist, immer wieder optimiert hast, was dich dorthin gebracht hat. Und bei dir ist es vor allem so spannend, weil erstens warst du vor einem guten 1,5 Jahren noch Schüler. So, du betreibst das gesamte Geschäft gerade mal seit zweieinhalb Jahren beschäftigst du dich damit, ja. Du hast keinen Investor, keinen reichen Papa oder irgendwie Kredit gekriegt oder sonstiges, sondern du hast es neben dem Abi gemacht und nach dem Abi dann direkt in den Zivildienst und jetzt ist durch und du bist jetzt da und du musst dir keinen Kopf machen darüber, ob du arbeiten gehst, ob du ein Studium anfängst oder wie du irgendwie an Kohle kommst, um den Kühlschrank zu füllen, sondern du hast dir währenddessen deine Selbstständigkeit nicht nur aufgebaut, sondern dich in eine unglaublich tolle Position der Freiheit und Möglichkeiten gebracht. Mhm. Und du bist da ein super Vorbild für ganz, ganz viele, weil die meisten, die ja anfangen möchten, sind ja genau in dieser Situation, dass sie ja nicht zu Hause den ganzen Tag auf der Couch sitzen und sagen, so, jetzt habe ich 24 Stunden und ich fülle die jetzt, sondern okay, ich habe am Tag effektiv 2-3 Stunden, wo ich noch mit halbwegs klarem Kopf was machen kann. Was soll ich machen? Wie soll ich es machen? Reicht das überhaupt? Und du hast ja bewiesen, dass das reicht. Ja, du hast recht. Aber die entscheidende Zeit für diesen Erfolg jetzt derzeit würde ich eigentlich als die Zeit nach dem Zivildienst beschreiben. Ja. Weil ich da erst so richtig in diesen Arbeitsalltag der Selbstständigkeit reingekommen bin, dass ich selbst gesagt habe, ich stehe um 8 Uhr auf und das nicht von einem Dienstgeber abhängig ist. Und du kannst dich in der Früh schon hinsetzen, auf das Geschäft konzentrieren und kannst viel mehr Zeit rein investieren. Wenn man gute Ergebnisse liefert, würde ich jetzt mal so sagen, dann bekommt man auch immer wieder Aufträge eben über Empfehlungen. Das Problem ist eben, wenn du 16, 17 Uhr nach Hause kommst, dass diese Firmen schon zu haben. Da muss man sich dann eben irgendwelche Lösungen dazu überlegen. Eine Möglichkeit sind eben automatisierte Werbeanzeigen und E-Mails. Das sind eigentlich die 2 Kanäle, die ich genutzt habe. Und ja, also das würde ich machen, wenn ich jetzt um 16, 17 Uhr jedes Mal nach Hause kommen würde und überlegen würde, wie ich Akquise mache. Ja, und dann hast du deine Termine und das ist dann das, was du im Prinzip machst. Das heißt, direkt die Verkaufsgespräche zu führen, gucken, Angebote raussenden, Kunden abschließen und dann natürlich die Zeit nutzen, um Bestandskunden oder Neukunden zu onboarden und denen zu helfen, dafür Ergebnisse zu sorgen. Genau. Und du hast ja eine ganz spannende Sache schon erwähnt, und zwar, dass du es geschafft hast, einen wiederholbaren Prozess zu kreieren. Ja. Und dadurch super viel Zeit sparst und dein Geschäft wie eine Maschine funktioniert in dem Sinne. Und was ist jetzt, was ist die Konsequenz daraus für dich? Aus dem, dass du merkst, das funktioniert wie ein Uhrwerk, wie ein Schweizer Uhrwerk. Was ist die Konsequenz daraus für dich?
die Konsequenz aus dem Ganzen, wenn man sowas mal aufgebaut hat, ist, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich nur noch um alles rund um die Dienstleistung eben zu kümmern. Dass man schaut, okay, wie kommt man jetzt in die Top 3 vielleicht in dieser Positionierung da rein, die was auf Mitarbeiterakquise gehen? Oder wie schaufel ich automatisiert eben oben noch mehr Kunden rein, sodass das Ganze halt wächst? Weil du kannst dann nach der Reihe natürlich auch deine Performance-Marketing-Manager zum Beispiel einstellen, die was dir dann eben automatisiert oder muss gar keine Person eigentlich sein. Das ist ein weiterer Vorteil, den haben wir auch schon besprochen. Muss gar keine Person sein mit irgendwelchen Qualifikationen, weil du im Endeffekt so ein vorgefertigtes System hast, dass es fast jeder machen kann. Und das ist einfach schön, wenn man sowas hat. Ja. Was machst du jetzt daraus? Also, was steht jetzt an für dich? Was meine Pläne sind? Ja. Eben wie du zuerst angeschnitten hast, werde ich das Ganze jetzt mit meinem Vater noch weiter aufbauen. Der ist ja selbst schon selbstständig gewesen jetzt jahrzehntelang und hat seine Firma praktisch großteils verkauft. Und wir bauen den Vertrieb aus, dass wir wirklich, sagen wir mal, in jedem Bundesland zum Beispiel einen Vertriebspartner haben, der sich um die Firmen dort kümmert. Und dann ist natürlich das Ziel, in der Woche so viel Kunden reinzuholen wie möglich und denen auch natürlich so viel zu Probleme zu helfen, zu lösen. Ups, Probleme zu lösen. Ich bin heute schon komplett fertig. Ich habe so viel gesprochen heute schon, meinen ganzen Tag auf Termine. aber es geht ja nicht nur um das Geld verdienen, um Kunden haben etc. Das ist alles schön. Aber im Endeffekt, was für mich zählt, ist eben, dass die Kunden happy sind und wirklich dann Leute reinkommen, mit denen sie was anfangen können. Also qualifizierte Bewerber, die sie sonst eben über andere Kanäle nicht bekommen. Und das ist das Schöne. Also ich will in Zukunft noch mehr Unternehmen glücklich damit machen und das Ganze so schnell wie möglich weiter auszubauen. Größeres Büro irgendwann zu nehmen, mehr Leute einzustellen und das Ganze einfach wachsen und florieren lassen, aber ich bin noch mitten im Prozess drinnen und bin gespannt, was noch kommt. Cool. Das heißt, für dich steht weiteres Wachstum an und so wie du es gerade schon gesagt hast, ist eines deiner, sage ich mal, Erfolgsgeheimnisse, auch wenn es kein Geheimnis ist, dass du einfach permanent Aktivität zeigst in Form von, dass du immer wieder mit Menschen in Kontakt trittst. Ja, also zu Zivildienstzeiten hast du es über E-Mail-Marketing gemacht und über Werbeanzeigen, die du geschalten hast. Und jetzt wahrscheinlich genau das Gleiche, machst noch E-Mail-Marketing, telefonierst, machst Meetings. Das heißt, hörst nicht auf, permanent mit Selbstständigen, mit Geschäftsführern, aber auch mit Freunden, Bekannten in Kontakt zu treten, in Kontakt zu stehen, mit ihnen zu reden und auf dich und deine Dienstleistung aufmerksam zu machen, oder? Ja, Netzwerken ist eigentlich das Netzwerken und die Beständigkeit eben, dass man was immer wieder und permanent macht. Das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man wachsen kann. Weil, also jetzt in diesen 2 Jahren, wo ich das gemacht habe, ist mir oft schon im Nachhinein aufgefallen, so wenn einmal ein großer Auftrag reinkommt, dass ich mich dann zum Beispiel wieder eine Woche zurückgelehnt habe und gesagt habe, okay, jetzt chillen wir mal ein bisschen und das ist eben jetzt anders. Und weil es jetzt eben mir wirklich darum geht, da was aufzubauen und ja, also diese Beständigkeit, dass man was permanent macht und wirklich durchgängig macht, also jeden Tag oder regelmäßig ist das richtige Wort, ist die Voraussetzung, finde ich, dafür, dass überhaupt irgendwas wachsen kann. Ja, wie fühlt es sich an für dich? Also generell jetzt in deinen Schuhen zu stecken, dein Leben zu führen, reflektier gerne mal ein bisschen. Unrealistisch. Ja, es ist besonders in den letzten 2-3 Monate extrem gewachsen, also wirklich verzehnfacht. Und es ist unrealisierbar für mich selbst noch, mit welchen Beträgen man dann da
zu tun hat und wie viel, also es kommt auch genauso viel Arbeit auf mich zu, so ist es auch nicht. Also ich könnte heute bis 5 in der Früh sitzen, weil ich genug Arbeit habe. Aber es ist einfach, ja, es ist schon schön. Auch wenn ich viel zu tun habe, es ist extrem schön, viel Arbeit zu haben. Ja, auch irgendwo was zu tun, was sinnstiftend ist. Ja, richtig. Es ist ja, man löst ja ein Problem bei diesen Unternehmen. Die sind mega happy, ich bin mega happy. Und mir macht das Ganze auch Spaß, das zu machen. Deswegen verfolge ich das ja jetzt schon so lange und bin einfach froh, mit meinem Hobby praktisch Geld zu verdienen. Ja, und das auch zu einem ernsthaften Geschäft zu machen. Und richtig. Eine Sache, die bestimmt auch für unsere gegebenenfalls jüngeren Zuschauer spannend ist. Wie schaffst du es als so junger Mann, den man ja auch ansieht, dass er jung ist, von den ganzen Geschäftsführern, von den Alpha-Tieren ernst genommen zu werden, ja? Also hast du da bestimmte Tricks oder nicht? Ich würde jedem raten, der irgendwie jetzt 16, 17, 18, 19 ist und überlegt, irgend so etwas zu machen und sich ja denkt so, ja, oder soll ich jetzt doch zur Sicherheit studieren gehen? Geht's einfach in eurem Ort auf die Wirtschaftskammer, gründet das Ganze und fangt es mal an. Und ihr werdet sehen, und ich habe jetzt wirklich schon genug Gespräche geführt, ihr habt vielleicht von Hunderten 1, 2, 3, 4, 5 Leute dabei, die so denken, wie du das gerade aufgeschildert hast, weil die meisten sitzen eher in den Meetings drinnen und denken sich, boah, ist der engagiert, das taugt mir richtig, dass der selbstständig ist und so jung ist. Es ist eigentlich eher mehr ein positiver Faktor. Also so ist mir das aufgefallen. Also ich würde jedem raten, der Angst davor hat, einfach zu machen und man sieht dann eher, was die Resonanz ist. Und bei mir ist es eigentlich nur eine sehr positive. Weil, das will ich noch sagen, weil wenn dein Gegenüber merkt, jetzt unabhängig vom Alter, dass du einfach eine Expertise in einem Bereich hast, egal wie alt man ist, dann wird man auch ernst genommen. Ja, mega. Es freut mich, Philipp, es ist für mich jedes Mal ein Fest, mit dir zu sprechen, dir zuzuhören, auch so ein bisschen deine... Ich habe gerade so einen leichten Flashback zu unserem Interview von letztem Jahr, weil du häufig so selbstkritisch einfach noch bist, weißt du, das ist nicht mehr so krass wie letztes Jahr, aber ich bin sehr begeistert von dir, sehr begeistert von der Arbeit, die du leistest, sehr begeistert von dem Engagement, das du jeden Tag mitbringst und du hast beim letzten Interview schon sehr viele Leute inspiriert, vor allem auch junge Menschen inspiriert dazu, weiterzumachen und ich finde es schön, dass du selber weitergemacht hast, dass du selber weitermachst, dass du vorhast, jetzt ganz Österreich einzunehmen mit deiner Dienstleistung, in jedem Bundesland Vertriebspartner aufzubauen und da besser zu werden und ich habe keinen Zweifel daran, dass du das auch schaffen wirst und freue mich riesig darauf, dich auf deinem Weg weiter zu begleiten, dir dazu zu hören und dich auch gegebenenfalls unterstützen zu können. Hast du noch irgendwelche Tipps, Anmerkungen oder etwas, was dir wichtig ist, was du gerne mit jemandem, der eine eigene Agentur hat oder vorhat, seine Agentur zu gründen, zu teilen? Zuerst einmal danke für deine Worte. Ich rede auch mega gern mit dir, wirklich. Ich habe es eigentlich eh schon gesagt. Also ich würde einfach, wenn ich jung bin und was selbstständig machen will, ich rate jedem dazu, einfach Augen zu, gründen und mal anfangen, weil man hat nichts zu verlieren. Gerade in jungen Jahren ist es so, dass der Rucksack des Lebens, sage ich jetzt mal so, relativ leicht ist. Wenn dann später Frau, Kinder, alles Mögliche dazukommen, wird es immer schwieriger, so ein Risiko einzugehen. Also ich würde jedem raten, wenn er den Gedanken im Kopf hat, so früh wie möglich sich auf ein Thema man muss sich nicht gleich spezialisieren, aber in das Thema einzulernen, anderen damit zu helfen und ja, mit seinem Hobby einfach Geld zu verdienen. Sehr cool. Danke dir, Philipp, mein Lieber. Für alle, die Mitarbeiter suchen, ja, egal ob in Deutschland oder Österreich jetzt in dem Sinne, der Philipp ist da der Experte für. Hast du eine Nische, eine Branche, ein
Unternehmenszweig, dem du am liebsten hilfst? Ich habe vorwiegend Handwerksbetriebe als Kunden. Also das können Firmen sein, die wen in der Konstruktion suchen, Montage etc. Ich habe aber auch, und was richtig gut funktioniert bei mir, ein Kunde, den ich habe, ist zum Beispiel die Eurofinanz Service AG. Die hat auch ganz viele Standorte in Österreich. Da bin ich bei mehreren Standorten vertreten, wo wir Vertriebler zum Beispiel generieren und für die gewinnen. Eigentlich geht es für alle Stellen. Ich mache es halt wirklich dort, wo es den Firmen schmerzt, wo die Firmen auch sagen, wenn wir die Leute nicht haben, dann können wir zum Beispiel auch keine Aufträge mehr annehmen. Und das ist halt hauptsächlich so in der Handwerksbranche. Hm. Aber ich nehme grundsätzlich jeden Kunden an, der Mitarbeiter sucht. Ja. Aber vorwiegend gehe ich eben auf Handwerksbetriebe, genau. Cool. Sehr gut. Den Kontakt zum Philipp findet ihr in der Beschreibung. Philipp, vielen Dank und an der Stelle an jeden, der zugeguckt hat. Bis bald. Danke für die Einladung. Ciao.